Wiederhol doch mal, was das Orakel gesagt hat. Kämpfe für Onschau, der schutzlos ist. Die Äpfel sind nicht giftig, oder? Ja, Äpfel sind tödlich. Aber da war doch noch etwas mehr. Ich meine den ersten Satz. Geh hinters Wasser, verwandle die List. Das ist vielleicht ein Hinweis auf ein Stück vom Trumtus. Vielleicht hängen die beiden Dinge zusammen. Das Orakel meint wohl damit, dass Onschau bei seinem Lieblingswasserfall sicher ist. Onschaus Wasserfall, natürlich. Und dann befindet sich da wahrscheinlich auch das Trumtus-Teil. Also was ist? Fliegen wir hin? Na komm, Onschau. Wir bringen dich dahin, wo du absolut sicher bist. Sehr gut. Und jetzt füllt es in die Form. Wieder einer deiner stümperhaften Fehlversuche ist, Gargona, wirst du eine Woche lang den Drachen die Zähne putzen. Dieser Plan kann nicht schiefgehen, Euer Hoheit. Das goldgehörnte Einhorn ist noch sehr verspielt. Und was will jedes verspielte Wesen mehr als alles andere auf der Welt? Das weiß ich nicht, Gargona. Kläre mich auf. Einen Freund zum Spielen? Zum ersten Mal scheinst du etwas zu planen, das nicht total dämlich ist. Vielen Dank, Königin Panthea. Diese oberschlauen Elfen haben ja keine Ahnung, was wir für sie auf Lager haben. Ich habe ein komisches Gefühl, Freunde. Wir sollten ganz besonders gut Ausschau halten. Nur die Ruhe. Es sind doch keine Munks zu sehen, Mia. Wir haben uns zu früh gefreut. Wahrscheinlich sind sie hinter Onschaus Freunden her. Los, das müssen wir herausfinden, und zwar sofort. Was ist mit Onschau? Du fliegst mit ihm zum Wasserfall. Wir kommen dann so schnell wie möglich hin. Aber lasst euch nicht aufhalten. Ich kenne doch diesen Blick. Wo ist das Trumtus-Teil? Ist es hier schon warm? Warm? Wie ist es jetzt? Ist es schon wärmer? Da wärmer? Okay, hier ganz warm. Kälter? Du weißt nicht, wie man heiß und kalt richtig spielt, oder? Okay, wieso zeigst du es mir nicht einfach?